Was geht ab, Leute, Mann? Ich bin so Freund da. Ihr kennt mich bestimmt aus der Serie, jetzt frage ich. Aus der letzten Bundestagswahl im Takatuka-Land? Und ich bin der Typ, wegen dem sie alle Mädchen den Nacken verrenken, Mann. Nein, Spaß beiseite, Leute, Mann. Ich bin einer von euch, Mann. Und wisst ihr auch warum? Denn ich bin Ghetto. Alter, wir waren damals so arm, verdammt. Warst du wirklich so arm, Onkel O? Alter, halt doch einfach mal die Klappe. Und Klappe ist das richtige Stichwort, Mann. Denn jetzt gibt's Action. Und zwar im Ghetto. Zeigst du mir, wie man cool wird, Onkel O? Alter, ganz ernsthaft, wenn du jetzt nicht ruhig bist, darfst du nie wieder mit meiner Xbox zocken, Mann. Aber ich will genauso ein cooler Ghetto-Typ sein wie du, Onkel O. Alter, warum hast du das nicht gleich gesagt, Mann? Schau zu und lernt was, Leute. Komm mit, Kleiner. Okay, Onkel O. Genau so. Und für was soll das jetzt gut sein, Onkel O? Das ist für deine Kraft, Mann. Damit du im Ghetto härter zuschlagen kannst, wenn es drauf ankommt, Mann. Okay, Onkel O. Und für was ist das jetzt gut, Onkel O? Das ist für deine Bauchmuskeln, Mann. Damit du härtere Schläge abfangen kannst, Alter. Okay, Onkel O. Und für was ist das jetzt, Onkel O? Ist das für meine Abwehrtechnik, dass ich die Schläge besser abfangen kann, Onkel O? Nein! Die Scheibe musste einfach mal wieder dringend geputzt werden, Mann. Also weitermachen. Okay, Onkel O. Okay, kleiner Mann. Damit du den richtigen Respekt auf der Straße bekommst, müssen wir dringend was an deinem Look ändern, Mann. Dreh mal deine Cappy zur Seite. So, Onkel O? Alter, das ist echt schade. Dreh sie mal andersrum, nach vorne in dein Gesicht. Schon besser, Bruder? Ich sehe jetzt aber gar nichts mehr, Onkel O. Alter, es geht ja auch nicht ums Sehen, es geht ums Cool-Aussehen. Und setz doch deine Brille richtig auf, denn ich kann das Ganze nicht mehr mit ansehen. Mach ich das so richtig, Onkel O? Schon besser, Mann. Und ihr Kids da draußen, vergesst niemals, ihr habt viel mehr Glück als ich, Mann. Denn ich komme aus dem Ghetto. Wir waren früher so arm, verdammte Scheiße. Warst du wirklich so arm, Onkel O? Alter, wir waren so arm, das Wort Armut wurde erst durch uns bekannt. Und bekannt ist auch das richtige Stichwort, Leute. Wenn du wiedererkannt werden willst, brauchst du nicht einen coolen Gangstergang, Mann. So einen wie den hier. Das ist Ghetto. Alright, jetzt du! Alter, katastrophal, Mann! Du musst das anders machen. Du musst richtig cool gehen, verstehst du? Als ob dich so eine alte Schussverletzung an der Hüfte plagen würde. Du sagst ja so einfach, du hast ja auch eine Schussverletzung an der Hüfte, Onkel O. Okay, da hat er recht. Naja, egal. Geh einfach ganz cool, knick dein Bein ein. Und dann läuft das schon. Nimm die Zunge noch mit. Siehst du die Zunge? Genau so, Alter. Du hast es bald drauf, Mann. Du fühlst es, Mann. Okay, das reicht jetzt, Mann. Kommen wir gleich mal zum ersten Test, Mann. Alles klar, Kleiner. Geh mal zu der heißen Braut auf der anderen Straßenseite und zeig ihr mal, wo der Hammer hängt, Mann. Ich hab aber gar keinen Hammer, Onkel O. Alter! Geh jetzt darüber, mach ihre Nummer fit, Mann. Okay. Genau so, Alter. Vergiss die Zunge nicht! Leute, ich sag euch nur eins. Wenn ihr cool aussieht, kann euch nichts mehr aufhalten. Naja, wie heißt es doch so schön? Hals- und Beinbruch. Alles okay, Kleiner? Alter. Das ist Ghetto.